Willkommen zu Zelda, Freunde, zu The Legend of Zelda Link's Awakening. Ich habe Folgendes getan. Ich habe auf der Karte alle Orte markiert, an denen uns noch, ja, entweder Zaubermuscheln fehlen. Das sind zwei. Einmal hier im ersten Dungeon und dann hier am Teich. Und auch die Herzteile habe ich markiert. In diesem Part werden wir die Sammelitems, ja, vervollständigen. Geholfen hat mir dabei übrigens diese Erinnerungsfunktion. Da werden mir alle 27 Herzteile angezeigt, die ich schon geholt habe. Das heißt, es fehlen noch 5. Und, ja, was mir auch angezeigt wird, sind die Zaubermuscheln, die ich habe. Auch die Kammersteine werden angezeigt, aber nicht auf der Karte, sondern eben so. Ja. Und das erste ist hier am Angelteich. Ich muss da einen Cheep-Cheep fangen. Den muss ich aber auch erstmal bekommen. Das heißt, ja, ich werde jetzt ein bisschen rumprobieren und wenn der Cheep-Cheep auftaucht, melde ich mich. Noch ist er nicht da. So Leute, ich sehe den Cheep-Cheep. Er ist ganz schön klein, aber ich hoffe, er beißt jetzt an. Ja. Ist die Frage, habe ich den nicht schon mal gefangen? Ja, ich habe den Cheep-Cheep auch irgendwie größer erwartet, deswegen war ich ganz erstaunt und wusste gar nicht, ist das wirklich ein Cheep-Cheep? Oh, vorsichtig, die Leine reißt gleich. Ja, hier ganz vorsichtig sein. Wenn der mir jetzt entkommt, raste ich aber aus, denn ich bin hier schon ja, eine Weile dran. Nicht allzu lange, 10 Minuten oder so. Ist das jetzt wirklich ein Cheep-Cheep? Er ist so braun. Du hast einen Cheep-Cheep gefangen. Seit wann treiben die sich denn in diesen Gewässern herum? Nanu, hat der Cheep-Cheep was im Maul? Yes! Danke! Eine Zaubermuschel. Nee, ich bin fertig mit Angeln für immer. So, dann können wir das jetzt aus der... ja, von der Karte streichen, wollte ich sagen. Können aber schon mal hier hingehen. Huch, ich war nass. Das sah das nur so aus. Naja. So. Aber was mache ich denn die ganze Zeit? Wieso drücke ich denn jetzt immer auf X? So. Das hier können wir streichen, genau. Und dann gucken wir uns jetzt hier mal um. Ja, komisch, ich habe da ja schon eine Wand aufgesprengt. Aber angeblich soll hier noch ein Herzteil sein. Und vielleicht konnte ich das vorher nicht bekommen, das kann ja sein. Ah ja. Das ergibt Sinn, dass ich hier nicht drankommen konnte. Oh Mann, jetzt nervt ihr aber. Ich mach erstmal hier auf. Also, dass ich da jetzt nicht drankomme. Aber hier ist das Herzteil. Ja gut, aber... oh, erstmal gibt es ein neues Herz. Natürlich sehr schön. Aber... es muss ja eine Möglichkeit geben, an die Truhe zu kommen. Werde ich wohl mal ein bisschen rumexperimentieren müssen. Das wäre zu einfach gewesen, das dachte ich mir. Ach so, ich bin so dumm. Oh mein Gott, bin ich dumm. Wie konnte ich denn jetzt nicht darauf kommen? Das ist so peinlich. Das darf man eigentlich auch keinem erzählen. Oder zeigen. Naja, gut, ein Fuffi. Ich habe schon durch das Angeln sehr viel Geld bekommen. Ich habe nämlich 2, 3 Blooper gefangen. Und die kriegt man ja auch immer 50. Naja. Dann würde ich sagen, streichen wir auch dieses Herzteil. Und ach, ich muss auch noch dahin. Ja, dann machen wir das jetzt alles auf einmal hintereinander. Wir haben auf der Karte einmal den ersten Dungeon markiert. Kann ich auch sofort hingehen. Man kann sich natürlich fragen, hey, im ersten Dungeon, warum habe ich das nicht gefunden? Ja, im ersten Dungeon war ich noch nicht gut ausgerüstet und das müsste hinter einer Bombenwand sein. Ah, ich habe den Fuchs nicht geschlagen, zum ersten Mal. So, wo ist er denn?
Hier oder? Ganz, ganz. Ich guck besser auf die Karte. Hä? Wirklich? Achso, ja. Da kommt man auch ohne Feder hin. War schon verwundert, aber... Ich sollte mich nicht wundern, denn das geht nie gut. Okay, ich weiß aber nicht genau, wo im Dungeon die Muschel ist. Hier schon mal nicht. Die Karte ist mir verraten. Das. Ja, kann sie. Dann gehen wir jetzt einfach dahin, holen uns die Muschel und verlassen diesen Dungeon ein weiteres Mal. Ne, geht weg. Hier müsste es gewesen sein, genau. Wow. Das Schild schützt mich nicht vor Explosionen, gut zu wissen. Danke, Detektor. Die 50. und letzte Zaubermuschel. Dann kann ich auch schon mal... Ja, wobei... Ich kann auch eben zu Fuß gehen, ist ja nicht weit. Und ich muss immer alle Gegner besiegen, wenn ich sie sehe. Oder fast alle. Okay, dann ist das erledigt. Mit den Muscheln. Jetzt geht's um die Herzteile. Und da oben im Wald ist noch eins. Wie ich das übersehen konnte? Ich vermute auch, dass es da so ist, dass ich irgendwie, ja, ein Dungeon-Item brauche, das ich da noch nicht hatte. Anders ist es nämlich eigentlich nicht zu erklären. Schauen wir einfach mal. Wo bin ich denn jetzt gegen gelaufen? Ich sollte nicht so viel rennen, das bringt mir ja nicht so viel, weil ich mich einfach überall stoße. So, hier. Jetzt bin ich gespannt. Ah ja. Okay. Ja, einfach alles mit dem Endhaken machen. Ich brauche den doch sowieso. So. Haben wir das? Link. Eine Selbstmordversuche mehr, bitte. Wo müssen wir jetzt hin? Ja gut, bei Boris müssen wir noch spielen. Ah ja, schnell schellen. So heißt es. Dann gehe ich da erstmal hin. Und die zwei anderen sind beim Zodorf oder in der Durstwüste. Als ob du mich noch triffst, du Blödmann. Ich möchte die Schnappschnell machen, damit ich auch noch was bekomme. Zumindest mein Geld wieder rein. Und ich brauche das Geld zwar sowieso nicht mehr, weil wir kurz vorm Ende des Spiels sind, aber trotzdem. Man kann nie genug Geld haben. Nicht jedem Ding hinterherlaufen. Was auch ganz schön ist, aber. Hä? Ja, dann geht einfach hierher. Ist auch egal.
So. Nein, das will ich nicht nochmal fahren. Ich möchte in die Höhle da rein. Da sollte was für mich sein. Auch da die Frage, wie konnte ich das übersehen? Wahrscheinlich brauche ich hier wieder den Enterhaken oder so. Oder ich muss schwimmen können. Ja, okay. Nein, ich brauche den Enterhaken. Wo komme ich jetzt raus? Ach so, da oben. Das ist ja praktisch. Kann ich zwar nichts mit anfangen, aber klar, er braucht ja auch einen Durchgang, damit er wieder in seinen Laden kommt. Es war nicht immer so, dass Spiele so, ja, Logik vollendet sind, aber wenn es so ist, dann nehmen wir das dankbar hin. So. Ein Herzteil müsste hier sein. Andererseits, wieso habe ich das dann nicht? Ah, genau. Weil ich noch nicht wusste, dass das geht. Anscheinend weiß ich es immer noch nicht so richtig. Ach, werf sie doch nicht immer so dorthin, Link. Man kann eigentlich Bombenpfeile machen. Nur ich kann es nicht. Ich dachte zumindest, dass das geht. Oh, jetzt kann ich nicht springen, ich Idiot. Ist nicht so schlimm. Na, so will ich es aber nicht. So. Ich kann es auch anders machen. Ach man, jetzt bin ich ein bisschen traurig. Ich dachte, das mit den Bombenfallen geht. Wahrscheinlich geht's auch nur, ich bin zu blöd dafür. Naja, auf jeden Fall kann ich hier eine Bombe rüberwerfen. Okay, es hat auf jeden Fall gereicht. Und jetzt komme ich darüber. So. Das ist falsch, Link anvisiert, Link. Okay. Dann haben wir dieses Herz halt auch mit Mühe und Not bekommen. Das letzte, das wir jetzt holen, ist in der Durstwüste. Und ich sage das letzte, weil ich habe zwar auf der Karte noch eins markiert, das ist aber gar kein richtiges Herzteil, sondern ein ganzer Herzcontainer. Und den gibt es nochmal bei Boris, das heißt, wir werden auch gleich nochmal bei ihm vorbeischauen. Jetzt aber erstmal hier oben hin. Ich glaube, es ist hier drin, ich bin mir aber nicht sicher. Ja, aber hier habe ich schon alles. Ein bisschen komisch markiert. Also es ist anscheinend nicht in der Höhle. Nur wo ist es dann? Und hier war schon eine Zaubermuschel, das heißt... Das Herzteil doch. Wieso habe ich es denn dann markiert? Das ist ein bisschen seltsam jetzt. Aber das habe ich wohl falsch markiert. Tja, dann werde ich jetzt nochmal gucken müssen, wo tatsächlich das letzte Herzteil ist. Denn jetzt gerade bin ich ein bisschen überfragt. Ja, seltsam. Also, ich
denke, mir fehlt nur noch das eine bei Boris. Aber das sollte eigentlich ein ganzer Herzcontainer sein, deswegen bin ich gerade ein bisschen verwirrt. Ja, aber wenn das so ist, dann gehen wir jetzt zu Boris und schauen mal, dass wir da kriegen, was wir haben wollen. Nur Gesellschaft ist mir immer willkommen. Und du hast neue Sachen zu erzählen. Oh, was? Eine neue Kammer. Dann bauen wir mal ein bisschen. Was hast du denn für Aufgaben? Was hast du denn an Aufgaben für mich so? Bomben los. Okay. Diese Bombe ist schon mit ein paar Kammern gefüllt. Jetzt musst du noch etwas Pulver, Kammern hineinstopfen. Aber keine Sorge. Die Lunte ist noch nicht angezündet. Du hast also Zeit, dir alles zu überlegen. Was ist denn hier die Aufgabe? Es voll zu machen? Ja, wohl nicht, oder? Naja, ich suche erstmal einen Anfangsraum. Nimm ruhig den hier. Truhe ist immer gut. So einen Raum brauche ich gar nicht. Oh, den hier nehme ich ganz sicher nicht. Ist sogar mit einer Bombe. Okay, und dann nur noch eine Bosskammer. Nein, nicht du schon wieder. Ich aber auch nicht wirklich. Dann nehmen wir die Fratze. Man soll also alles ausfüllen. Ja, dann weiß ich jetzt Bescheid. Fand ich gerade nicht so offensichtlich, dass er das wirklich möchte. Ich habe es zwar ganz kurz mal vermutet, aber... Naja. Dann soll er es halt kriegen. So, das sollte jetzt funktionieren. Ich erkunde es jetzt einfach. Ich meine, ehrlich gesagt, man muss die Bombe mit Kammern füllen. Okay. Aber ehrlich gesagt, ich muss alles mit Kammern füllen. Naja. Lohnt sich nicht darüber zu diskutieren, denke ich. Ich weiß, dass ich nicht zurückkomme. Wie auch passieren wird. Egal. Vielleicht klärt sich das ja alles noch. So ein roter Hinox kann gar nicht. Hier haben wir einen Schlüssel. Hier haben wir einen Durchgang. Wo ist denn noch einer hier? Verdammt. Also die Farben sind egal, es müssen nur die gleichen Farben sein. Gar nicht so schwer eigentlich. Okay. Yay! Ein Rubin! Geil! Wieso mache ich eigentlich immer S? Plus und geh dann auf die Karte. Ich kann sofort die Karte aufrufen. Was ist schlauer? Ich glaube, schlauer ist, wenn ich erstmal hier runter gehe. Ja, Cheep Cheeps, noch mehr. Juhu. Auf ab. Auf ab. Okay. Ach, das war der Raum. Ich hab's ja schon falsch gemacht. Bin ich eigentlich mit dem Boomerang besiegen? Irgendwann, glaube ich. Geht sie kaputt.
Klappt aber auch nicht. Mit... Muss ja sowieso alles in einer anderen Reihenfolge machen. Probier es jetzt nochmal aus. Erst die langohrige Kreatur, ja. Das ist der Schädelritter, aber der besiegt sich selbst. Ja, dafür gibt es nämlich eine Truhe. Ich weiß nicht, ob hier ein Schlüssel drin ist oder nicht, aber... Nein. Also was umsonst, aber ist egal. Zeichen, die ich nicht brauche. Aber die Bomben nehme ich mit. So. Käfer. Haben wir hier? Immerhin 20er. Oh, das ist eigentlich egal. Das ist dieser ganze Bereich hier, war total egal. Ja, weiß man ja vorher nicht. Okay. Dann lasst mich in Ruhe. Hier. Da oben rein. Oh, ein, naja, orangefarbener Hinox. Sehr viel stärker. Nein, ist er nicht. Aua. Mal eben gucken, wo ich jetzt bin. Kann ich mal eben hier unten den Raum machen. Da muss ich ja nur durchlaufen. Andererseits fällt mir gerade auf, dass ich hier noch das Rätsel machen muss für eine weitere Kiste. Aber ist auch noch ein Rubin drin. Ach Mann. So jetzt, ich hoffe, in der Kiste ist mal ein Schlüssel oder der Boss-Schlüssel. Ich weiß gar nicht, wie viele Schlüssel ich noch brauche. Ich habe keinen Überblick über meinen eigenen Dungeon. Das ist aber auch nur wieder Geld. Naja. Da habe ich natürlich auch noch so einen ekelhaften Boss reingepackt. Naja. Dann klappt das einigermaßen. Ja. So soll man den besiegen. Nicht wie ich es sonst mal mache. Wird eigentlich auch noch ein ganzer Bereich, sehe ich gerade. So. Haben wir hier. Geld. Ja Mann, was soll das denn? Du musst jetzt, ja, nochmal ein Miniboss, aber es ist eigentlich der gleiche Boss, den ich auch hier in den Dungeon als Endboss platziert habe. Komm her, du Burger-Vieh. Der sieht einfach aus wie so ein Burger mit Salat drunter, oder? Lustig. Naja. Ich muss erstmal den Ausweg nehmen. Interessant, dass jetzt hier eine Kiste ist und keine Kugel, aber was soll man auch mit der Kugel hier machen? Ah, perfekt. Mehr brauche ich ja nicht. Dann sind die anderen Räume total egal. Das sind ja eh nur Durchgangsräume. War das knapp.
Okay, ab zum Boss. Den besiegen wir dann auch. Ist ja auch die gleiche Lusche. Aua! Ja, schon ein bisschen stärker. Oder? Kommt mir das nur so vor. Ich bin mir nicht sicher, aber ist ja auch egal. Wir haben es geschafft. Das war spannend. Und dafür kriege ich einen neuen Kammerstein. Ja, danke. Genau die Belohnung, die ich wollte. Was ist das denn? Das sind ein Plus-Effekt Bomben erhalten. Wende ihn auf eine Kammer an, um es dort Bomben hageln zu lassen. Ja, wir bauen noch einmal, auch wenn der Part dann etwas lang wird. Schatzkammer. Mhm. Wie soll ich das denn machen? Ich kann ja keine Schatzkammer hinplatzen. Muss ich alles ausfüllen? Nee, oder? Weil ich mich das jetzt einfach so mache. Nehme ich an. Brauche ich jetzt hier halt einfach. Naja. Mit einer Treppe habe ich nicht. Ich kann ja auch so einen hier nehmen. Aber nur wenn der eine Truhe bei ist. Oh, da werden mir aber gleich die Dinger ausgehen. Mal. Durch das hier kann ich noch gar nicht lösen. Geht auch nicht. Ey, das ist ein bisschen kniffliger. Brauche ich unbedingt, damit er auch überhaupt erstmal hinkommen kann. Hier so ein. Problem ist, es gibt keinen Boss. Ja. Ist gar kein echtes Problem. Kann ich lösen. Und wieder den hier, weil der einfach am bequemsten ist. Dann erkunden wir das Labyrinth mal. Ah, oh, sogar die Tauchpassage habe ich benutzt. Bin ich denn blöd? Weil die ärgere ich mich doch immer noch, weil ich sie einfach ewig lange nicht gefunden habe. Hey, geh weg. Naja. Bunny? Mhm. Behalte ich die eigentlich hinterher oder verliere ich die wieder? Ich weiß es gar nicht. Noch einer. Noch einer. Mhm. Nicht verwunderlich, denn wir haben ja irgendwo Schlüssel, die wir bräuchten, deswegen irgendwo wird ein Boss-Key drin sein und der Rest ist halt ein bisschen Geld. Oh, sogar ein bisschen viel Geld. Das ist aber gut. Und dann der rote Hinox, der nichts kann.
Kann es eigentlich sein, dass das so gemacht ist, dass der Bossgeber in der letzten Truhe ist, die ich öffne? Oh, von hier komme ich gar nicht weiter. Und hier ist immer noch der Boss-Key. Mhm. Denn der ist. Ja. Hoffe ich, sonst habe ich ein Problem. Da ist er. So, dann tauchen wir nochmal zurück. Na, was mache ich denn? Ich wollte nur schlagen, weil ich Angst hatte, aber... Einfach durch. Dann noch hier den Wurm besiegen. Den Burgerwurm. Na komm schon. Okay. Schatzkammer beendet. Was gibt's diesmal? Wahrscheinlich so ein Bombeneffekt, oder? Eine neue Schatz, eine neue Kammer. Und er hat nichts mehr für mich. Ich krieg nicht mal eine Belohnung dafür oder was? Ach, er hat neue Aufgaben, Treppen. Ja, Leute, das kann ich jetzt nicht mehr in diesen Part packen, sonst wird's zu voll. Aber hier ist auch noch Kammer verbinden 2. Ich glaube, hierfür kriege ich das Herz, das ich suche. Deswegen machen wir das noch. Ich gehe das hier ganz schnell durch und dann packe ich jetzt einfach in Zeitraffer. Ich muss jetzt richtig lang rumprobieren, bis denn hier auch mal alle Treppen verbunden sind. Denn die verbinden sich scheinbar sehr komisch. Naja, ist auch egal. Es sollte jetzt funktionieren. Wir gehen durch. Und dann ist hoffentlich alles gut. Also hier am Anfang erstmal ganz nach oben. Eben alle Gegner hier besiegen, ist ja kein Problem. Hier so ein schöner Schachraum, weil ich die ja so mag. Das wird schlecht. Und nein, die Gegner besiege ich nicht, weil ich faul bin. Scheint hier die Truhe. Schlüssel, das ist schon mal gut. Ja, und jetzt habe ich ja noch so einen doofen Skelettgegner, aber... Im Grunde besiege ich ihn jetzt ganz schnell und dann ist gut. Oh, wieso hat er das denn abgewehrt? Tada! Ein weiterer Schlüssel, okay.
Karten sind auch wieder voll. Können wir hier zurückgehen? Klappt ja gut. Was haben wir hier drin? Ein weiterer Schlüssel? Wo brauche ich die denn alle? Aua. Ich meine, gut, hier brauche ich einen. Erstmal nach unten. Hier brauche ich mich auch einen. Und von hier komme ich jetzt in den anderen einzelnen Bereich. Irgendwann. Muss ich die Fledermäuse besiegen, oder? Ja. Ah, was habe ich mir denn hier angetan? Was war das denn bei denen? Mit dem Spiegelschild zurückwerfen, glaube ich. Nee. Ja, die vordere greift immer an. Die hintere. Nein. Doch nicht. Ich glaube, ich muss die auch nicht mit dem Bogen besiegen, sondern... Oh. Aber irgendwie kommt mir das nicht richtig vor. Was muss der Bogen sein? Dann fällt der Feuerstab. Ich glaube, dass der Schaden macht. Nee. Aber es kann nicht sein, dass mir hier irgendwann die Pfeile ausgehen oder so. Ja, das macht es einfacher. Okay, deutlich einfacher als mit dem Bogen. Ist hier schon der Boss-Schlüssel drin? Ich hoffe. Das wäre nämlich ganz schön. Jo. Nein. Dann war dieser Bereich komplett umsonst. Oder? Ja. Hier ist gar nichts mehr. Geht's jetzt hier weiter? Die kommt auch nicht mehr. Klar, diese Passage noch, aber was soll's. Dann teilt sich hier nochmal der Weg. Jetzt erstmal die Truhe. Hier ist nochmal ein bisschen Geld drin, okay. Bei mir geht es ja erstmal um den Bosch-Schlüssel. Ich glaube, ich hier bekommen werde. Diese Passage ist total unnötig. Und das ist der Bossraum. Bin ich denn blöd? Ne, ich bin blöd. Die Tauchpassage hier ist total unnötig. Die brauche ich nicht. Gar nicht erst beachten.
Truhe sich? Nein. Da ist der Key. Und da ist wieder der Wurmburger. Warum der? Er ist einfach zu besiegen und das spart Zeit. Genau so. So, ich hoffe, ich kriege jetzt was Cooles. Ja, war spannend. Hier. Danke, Boris. Dann haben wir jetzt... Ja, neues Herz. Da ist es auch. Okay. Leute, im nächsten Part geht's weiter. Ich weiß nicht, was wir da gemacht. Vielleicht gehen wir schon zum Finale. Mal gucken. Ich freue mich drauf. Ich hoffe, ihr seid dabei. Und bis dahin, wie immer, alles Gute.